besseres Verständnis der Zusammenhänge zu entwickeln und sich einzelne Elemente, Werkzeuge herauszunehmen, die mal zu probieren in der täglichen Arbeit und zu sagen, ja, ist doch eine tolle Sache und eben für sich nutzbar zu machen. Was dich gleich erwartet, ist ein Marathon. Der vierte Marathon, heute ein Marathon mit Fokus auf Six Sigma, eben die Folgen 11, 13 und 15. Gleich kommt Frage an Frage an Frage, ich spreche da nicht mehr. Und am Ende vom Video zeige ich die drei Lösungswörter. Noch ein Hinweis, ich habe einen gewissen Sendeturnus mir jetzt eingerichtet, damit bin ich ja fast berechenbar. Eigentlich vom Typ her mag ich das gar nicht. Mittwochs 12 Uhr. Das Webinar, immer ein frisches, neues Webinar. Samstags und sonntags, Punkt Mitternacht, 0 Uhr, ein Quiz als Einzelfolge. Oder als Marathon. Oder danach, ich bin sportlich angezogen, nehme ich meinen ersten Quiz-Triathlon auf. Das heißt, 9 Folgen am Stück gedacht für die Wiederholung. Wenn man sagt, nach ein paar Monaten, nach einem halben Jahr, ah, ich wiederhole einfach mal die Folgen und das sind die Folgen 2 bis 10, die dann an einem Stück wiederholbar sind. Für alle, die da ihr Wissen frisch halten wollen, weil dein Wissen wächst und die Klarheit bei so einer Wiederholung, die verstärkt sich nochmal und du durchdringst das dann sogar noch eine Ebene besser, auch um Zusammenhänge und Logik und Wechselwirkungen zu erkennen. Und da ist genau die Stärke von Operational Excellence mit den ganzen Methoden. Es geht nicht darum, in einem Werkzeugkoffer tausende Werkzeuge zu haben, aber die meisten falsch einzusetzen. Sicherlich kann man auch eine Schraube mit dem Hammer reinschlagen, aber du weißt schon, was ich meine. Also, wir üben hier den passenden, effektiven, effizienten Einsatz von Werkzeugen und ein Verständnis, wann man Werkzeugkombinationen besser einsetzt oder in welcher Sequenz man Werkzeuge aufbauend, ergänzend einsetzt und nutzt. Ich bin jetzt froh, dass ich jetzt nicht alle Fragen konzentriert durchgehen muss und sprechen muss. Ich werde jetzt ziemlich still sein. 30 Sekunden ist eine kurze Zeit. Drei Folgen bedeutet 3 mal 7 Fragen. Und wenn dir die Luft ausgeht, einfach mal kurz anhalten oder wenn du noch sagst, das will ich noch mal sehen oder ging mir zu schnell zurückspulen. Alles kein Thema. 30 Sekunden ist die Zeit, die diese Erbse da oben braucht zum Rollen und Herunterfallen. Sicherlich ist das bei der einen oder anderen Frage mit viel Text eine knappe Zeit. Anhalten. Bei anderen Fragen halt fehlen dann dir vielleicht, oder du hast nicht fehlen, hast dann ein paar Sekunden Luft. Lies das nochmal gründlicher, weil meist habe ich auch einen Gedanken dabei. Also ich schreibe nicht nur unsinnige, unpassende Antworten, sondern denk auch nochmal nach, warum sind die drei passend? Warum ist die eine unpassend? In dem Kontext, Zusammenhang mit der blauen Frage. Dann kann man sich fragen, wenn man noch ein bisschen Zeit übrig hat, ja, wann wäre denn die unpassende Frage richtig? Aber jetzt noch die Anmerkung, ich freue mich über deinen Kommentar, um das Ganze besser zu machen, hier die Quizshow. Unten im Kommentarfeld hinterlass mir doch ein Feedback, ein konstruktives Feedback, einen Vorschlag, eine Anregung, das wäre super. Ich sage jetzt nochmal tief durchatmen, locker machen und you're ready? Wir legen los.
Das war jetzt ganz schön viel. Drei Folgen hintereinander, 21 Fragen, ja, viel Text, aber auch viel Wissen to go. Ich hoffe, dir hat's dennoch Spaß gemacht. Du musst ja auch nicht alles komplett immer wissen, nach dem Motto, leg dir deine Messlatte nicht zu hoch. Und du musst auch nicht unbedingt jedes Mal enttäuscht sein, wenn du nicht das Lösungswort hast, was da gleich zum Schluss gezeigt wird im Musikabspann. Wenn du Zeit hast, mein Vorschlag, vertiefe noch einmal mit dem Webinar Gebiete, Themen, die dich interessieren, die dich aber auch beruflich weiterbringen, also die in deinen beruflichen Alltag reinpassen. Nochmal die Erinnerung, ich bin so klein mit meinem Weiterbildungskanal wie vielleicht eine kleine hüpfende Erbse, die haben wir jetzt genug gesehen, früher habe ich die immer über mir eingeblendet, heute nicht. Ich bräuchte hier ein bisschen aktive Unterstützung, damit ich schneller wachse. Ein Abonnieren, Klick auf das Logo hilft mir momentan am meisten. Das war heute der Marathon 4 mit einem Fokus auf Six Sigma und Lean Six Sigma. Mir hat das wieder Spaß gemacht. Das Formulieren, das Erstellen der Fragen ist gar nicht so einfach, aber das kenne ich halt aus meiner Zeit. Ich bin selbst Lean Six Sigma Master Black Belt und habe sehr viele Inhouse-Kurse mit Yellow Belt, Green Belts, Black Belts zertifiziert und da geht es auch immer Wissensstand mit Fragen zu überprüfen, diese Multiple-Choice-Fragen, wo dann aber auch mehrfache Antworten richtig sind. Also so ganz fremd ist mir das nicht, aber sicherlich gibt es auch bei der ein oder anderen Frage Diskussionsbedarf. Mir geht es hierum, dir zu helfen, ein besseres Gesamtverständnis zu gewinnen, dass die Methoden in deiner Werkzeugkiste dir vertrauter werden, dass du einzelne Werkzeuge geschickt hintereinander in der richtigen Reihenfolge einsetzen kannst und dass du oder auch dein Team oder ja, die ganze Gruppe sich mit im Einsatz von Werkzeugen und einem besseren Verständnis, mehr kundenorientiert, prozessorientiert, mehr verschwendungsreduzierend denkend, eben die Kombination aller Methoden aus Operational Excellence stufenweise weiterentwickeln kann. Langer Satz, aber ich denke, du weißt, was ich meine. Immer etwas dazulernen hat noch nie geschadet. Ich hoffe, du bist bald wieder dabei in einer neuen Folge. Ich sage Tschüss und bis bald.